Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat in der abgelaufenen Saison erstmals einen Umsatz im dreistelligen Millionenbereich erwirtschaftet. Der Erlös lag bei 100,3 Millionen Euro und stieg damit im Vergleich zur vorherigen Spielzeit 63,4 um beinahe 40 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss betrug 11,1 Millionen. Meister Bayern München hat in der Euroleague einen Dämpfer hinnehmen müssen und seine zweite Niederlage im dritten Spiel kassiert. Beim FC Barcelona unterlag München im Duell zwischen Sportdirektor Marco Pesic und seinem Vater, Barca-Trainer Svetislav Pesic, mit 73 zu 83, 36 zu 44. Der SC Freiburg hat in der abgelaufenen Saison erstmals einen Umsatz im dreistelligen Millionenbereich erwirtschaftet. Der Erlös lag bei 100,3 Millionen Euro. Der deutsche Meister Red Bull München hat einen peinlichen Ausrutscher vermieden und den Anschluss zur Spitzengruppe der deutschen Eishockeyliga, DEL, gewahrt. Die Bayern kamen gegen das Ligaschlusslicht Schwenninger Wildwings am Donnerstag zu einem mühevollen 4:2, 0:1, 2:1, 2:0 Heimerfolg. München Thierry Henry hat die AS Monaco als 18. der Tabelle übernommen und soll nun den schlechten Saisonstart wettmachen. Es ist die erste Station für den 41-Jährigen als Cheftrainer. Bei einer Diskussionsrunde in Nordheim hat sich DFB-Präsident Reinhard Grindel unter anderem zur Situation der Nationalelf und zum Thema E-Sports geäußert. Er zeigte sich erfreut über die Leistung der Nationalmannschaft gegen Frankreich und forderte zudem mehr Fußballplätze in den Innenstädten. Weltmeister Lewis Hamilton glaubt an eine Zukunft von Mick Schumacher in der Formel 1. Der Mercedes-Star ist sich zu 100% sicher, dass ein Schumacher bald wieder in der Königsklasse vertreten ist, einerseits wegen des Namens, aber andererseits auch, weil er einen tollen Job macht. Seit dem Abgang von Cristiano Ronaldo läuft es bei Real Madrid nicht wirklich rund. Reals Ex-Coach Wanderlei Luxemburgo sieht den Abgang des Stars als den Hauptgrund für die Misere. Angeführt vom überragenden Spielmacher Michael Kraus hat der TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga den ersten Sieg seit 6 Wochen gefeiert. Die Schwaben gewannen gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 37 zu 34, 19.13 Uhr und setzten sich mit nun 7.13 Punkten von den Abstiegsrängen ab. Kraus, Weltmeister, tolle Geste, für den Bau eines Kinderkrankenhauses stellen die Lionel Messi Stiftung und der FC Barcelona einen Millionenbetrag bereit. Pierre-Emerick Aubameyang genießt als Top-Athlet gewisse Standards. Werden diese nicht erfüllt, kann er offenbar ungemütlich werden. Weltmeister Lewis Hamilton, 33, glaubt an eine Zukunft von Mick Schumacher, 19, in der Formel 1. Der Mercedes-Star ist sich zu 100% sicher, dass ein Schumacher bald wieder in der Königsklasse vertreten ist, einerseits wegen des Namens, aber andererseits auch, weil er einen tollen Job macht. Der zehnmalige spanische Meister Atletico Madrid muss bei seinem Gastspiel in der Champions League am kommenden Mittwoch bei Borussia Dortmund 21 Uhr im Live-Ticker improvisieren. Atletico Madrid gastiert kommende Woche in der Champions League beim BVB. In Dortmund sind allerdings alle Hotels belegt, es geht nach Düsseldorf. Ferrari-Star Sebastian Vettel, 31, scheint den Glauben an das WM-Wunder in der Formel 1 im Duell mit seinem Rivalen Lewis Hamilton, 33, im Mercedes langsam zu verlieren. Es werde nicht so einfach, dass wir das hinkriegen, sagte der Heppenheimer vor dem Großen Preis der USA, Sonntag 20.10. Der zehnmalige spanische Fußballmeister Atletico Madrid muss bei seinem Gastspiel in der Champions League am kommenden Mittwoch beim Bundesligisten Borussia Dortmund 21.00 Sky improvisieren. Da in der Westfalen-Metropole wegen der Finanz- und Versicherungsfachmesse DKM alle Hotelzimmer belegt sind, Mitch Vorreide, der dänische Nationaltrainer, äußerte sich zu Christian Eriksens Verletzung.
Spurs-Trainer Maurizio Pochettino will dazu nichts mehr sagen, sondern gibt Entwarnung. Der FC Arsenal schwimmt derzeit auf der Erfolgswelle. Im Vorfeld der kommenden Partie spricht Gunners Coach Unai Emery über Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang und Bernd Leno. Der FC Barcelona und die Lionel Messi Stiftung haben 2,7 Millionen Euro für ein Kinderkrankenhaus gespendet, in dem krebskranke Kinder behandelt werden sollen. Leon Bailey ließ sein erstes Länderspiel für Jamaika mit einer windigen Begründung sausen. Jetzt will Rudi Völler mit Baileys Berater sprechen.